Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Guten Morgen. Ich sehe aus wie der Tod auf Latschen, aber egal. Ich habe einen neuen Haarreif. Ist er nicht schön? Den habe ich auf Kreta gekauft. Aber das ist nicht Thema des Videos. Thema des Videos ist Geburtstagsgeschenke. Vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen. Ich habe es ja dezent erwähnt. Ich hatte oder habe am 22.10. Geburtstag. Wenn ihr das hier seht, dann ist es noch ein Jahr hin, bis ich wieder Geburtstag habe. Aber ja, ihr habt ja das Trashy von der lieben Make-up-Mieze gesehen an meinem Geburtstag. Und die liebe Make-up-Mieze hat es sich nicht nehmen lassen und hat mir auch zum Geburtstag ein paar schöne Sachen geschenkt. Ich freue mich ganz doll. Vielleicht ist da was zum Ausprobieren dabei, deswegen dachte ich mir, schminke ich mich heute mal nicht. Was wollte ich noch sagen? Vielen lieben Dank für alle eure Geburtstagsglückwünsche. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Mein Vergangenheits-Ich hat es geschafft, alle zu beantworten. Ansonsten sage ich 1000 Küsse, dass ihr mir gratuliert habt. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich lese alles und hoffe, ich konnte alles beantworten, mich bedanken. Ansonsten fühl dich jetzt ganz doll gedrückt von mir, dass du mir gratuliert hast. Vielen Dank. Ja, Make-up-Mieze und ich, wir sind durch YouTube befreundet geworden. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es ist noch früh. Oder haben uns angefreundet, weil wir uns über YouTube kennengelernt haben. Und das ist eine schöne Freundschaft geworden. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, in der Infobox, in der Beschreibung des Videos, findet ihr einen Link, da kommt ihr zu ihrem Kanal. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen und ein bisschen Liebe dalassen in Form von einem Abo. Und euch mal ein paar Videos reinziehen. Ich liebe ihre Videos, ich gucke jedes einzelne. Und ja, jetzt starten wir auch mit dem Unboxing. Happy Birthday! Ich freue mich so. Vielleicht gibt es auch noch einen Teil 2 Geburtstagsgeschenke. Ich habe natürlich auch von Herr Muffin was bekommen, von meiner Mama, von meiner besten Freundin, von meinen Schwiegereltern, von meinem besten Freund und so weiter und so fort. Vielleicht wollt ihr das ja auch noch sehen. Dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe hier eine Karte. Oh, lass dich feiern. Und dann hat sie mir hier noch so einen süßen Katzensticker reingemacht. Ach, wie schön. Die stelle ich mir hier zu meinen Karten. Ach, wie schön. Ich liebe Karten. Handgeschriebene Karten. Ach, das ist immer schön. So, dann fangen wir mal an, was hier oben aufliegt. Vergangene Erinnerung steht da drauf. Schönes Geschenkpapier, schöne Schleife. Dann ziehen wir das mal raus. Oh. Oh nein! Eine Diddlemaus als Anhänger. Oh nein, wie toll. Ist die süß. Oh nein, ich habe Diddlemäuse geliebt als Kind. Ich habe sie geliebt. Ich habe Diddlemaus-Papiere gesammelt. Diddlemaus-Mäuse als Stofftiere, Tassen. Ich war im Diddlemaus-Brieffreunde-Club. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Diddlemaus so mochtet. Oh nein, mit den kleinen Schwänzchen. Oh nein, ist die süß. Lieb's. Oh, vielen Dank.
Außen handmade. Außen handmade? Keine Ahnung. Muss immer. Du hast ja eine Freundin, die selber Taschen näht. Oh nein, mit Wassermelonen und gestreift. Nein, ist das eine schöne Tasche. Oh nein, ist die süß. Oh nein, ist die süß. So eine tolle Tasche. Ich bewundere Leute, die so nähen und so können. Also die so handwerklich, so bastelmäßig und nähmäßig und so begabt sind. Ich kann das gar nicht. Und dann haben wir hier Biotin Schöne Hände Handcreme mit Aloe Vera und Urea. Handcreme geht immer und den Pink sowieso. Sehr schön, freue ich mich. Ein Kuchen, ein Rainbow Cake, Sweet Sponge Cake Sheet Mask. Sehr schön, eine Tuchmaske, ein Tuchmaskenkuchen. Zum Geburtstag sehr passend, vielen Dank. Und eine Schokri mit Karamell. Sehr geil. Da freue ich mich. Karamell ist immer gut. Karamell ist immer gut. Sehr lecker. Und diese tolle Tasche. Oh nein, ist die toll. Was tue ich da nur rein? Ich weiß es noch nicht. Aber die ist super. Schöne Größe mit Henkel. Sehr cool, vielen Dank. Ah, wie super. Und dann haben wir hier noch was Großes. Hier ist ein Cat-Aufkleber drauf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Mit meiner Lieblingsfarbe Lila. Ein Schleifchen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich meine, das hätte ich mir gewünscht. Ich bin ja ganz gut im mir Sachen merken, die ich mir wünsche. Ja! Oh, da freue ich mich ganz doll. Yeah! Das passt richtig gut zur Jahreszeit auch. Denn sie hat mir Ready, Set, Glow. Das Glossy Skincare Set geschenkt. Das habe ich mir gewünscht. Da ist das Hydrating Face Mist drin. Also ein... ich gehe mal in der Reihenfolge, wie es hier auf dem Karton ist. Da ist drin erstmal das Exfoliating Scrub, das du 30 bis 60 Sekunden... damit sollst du dein Gesicht waschen. Hier, mit dem hier. Das hat 100 Milliliter. Dann machst du 3 Pumpstöße vom Hydrating Mist drauf. Da sind auch 100 Milliliter drin. Und dann den 3-in-1 Rich Moisturizer, also reichhaltige Gesichtscreme, feuchtigkeitsspendend. 50 Milliliter, das ist der hier. Ist zwar hier falsch angeordnet, hätte man ja auch in die richtige Reihenfolge, aber wahrscheinlich klein, groß, klein, optisch, ästhetisch schöner, ansprechender, wer weiß das schon. Ja, finde ich geil, habe ich mir gewünscht, weil ich den Moisturizer so gerne mag, wollte ich auch mal das Scrub ausprobieren und den Toner. Das ist nämlich Toner, Primer und Refresher. Und ich benutze ja nicht so gerne Wattepads und ich sprühe mir die Toner gerne auf. Deswegen wollte ich den auch mal gerne ausprobieren und den habe ich noch nicht. Ja, das ist vegan und cruelty-free. Schöne Verpackung. Da freue ich mich. Und das riecht schon so gut. Ich finde die Glossy Skincare, die riecht so gut. Die gibt es, glaube ich, bei Look Fantastic.
das Set, das würde ich nicht über Glossybox direkt kaufen, da ist es relativ teuer. Da gibt es das sogar gar nicht, glaube ich. Ich glaube, bei Look Fantastic kann man das kaufen und da kann man dann auch noch Rabattcodes anwenden und so. Ich hoffe, das hast du gemacht, weil das ist eine hochwertige Pflege, gar nicht so günstig. Und ja, ich freue mich sehr. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Toll. Freue ich mich sehr drüber. Glossy Skincare, sehr geil. Sehr, sehr schön. Ja, also du hast mir eine Riesenfreude gemacht. Ich freue mich über jedes einzelne Teil sehr. Hast voll ins Schwarze getroffen. Und die kleine Diddelmaus, die wird einen schönen Platz bei mir kriegen. Ich glaube nicht, dass ich sie an den Schlüssel mache, sonst wird die in meiner Tasche so verunstaltet. Vielleicht setze ich die kleine Diddelmaus zu der Ente, die ich von dir mal bekommen habe. Dann können die zwei zusammen ein bisschen und dann sehe ich sie immer, habe ich sie immer im Blick. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, die sitzt dann da. Ab in dem nächsten Video sitzt die dann da oben. Und ja, ich freue mich ganz doll. Dankeschön. Ich hoffe, mein ungeschminktes Gesicht hat euch nicht allzu sehr gestört. Dafür gab es ja lustige kleine Fledermäuse. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Kommt gut durch den Tag. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!